Ready? Dann schießen wir mal los. Was passiert, wenn eine Atombombe explodiert? Die Effekte einer A-Bombenexplosion und deren Anteil an Gesamtenergie im Prozent. Das ist wichtig zu verstehen. Zunächst mal global gesagt, es gibt fünf verschiedene Effekte. Und jeder einzelne von diesen fünf Effekten ist tödlich. Je nachdem, wo man sich gerade befindet. Effekt Nummer 1. Es kommt zu einer Druckwelle, ähnlich einer normalen Explosion, aber erheblich stärker. Und die Gesamtenergie, jetzt mal umgelegt auf 100%, also 100% von der ganzen Energie, die diese Atombombe freimachen kann, die Gesamtenergie von dieser Druckwelle liegt bei ungefähr 40-60%. Und was passiert dann? Das ist einfach. Hier entstehen in bebauten Regionen die größten Schäden. Unter- und Überdruck, also Druck- und Sogwelle, entwickeln sich und orkanartige Winde fegen über das Land. Selbst starke Gebäude werden zerstört, Bäume und Menschen einfach umgeblasen. Anhand der später eingeblendeten Tabellen sehen wir, in welchem Bereich das genauso zutrifft. Wir haben also, nochmal zurück, 1, Druckwelle und Sogwelle. Das sind also gewaltige Explosionen, die da stattfinden. Effekt Nummer 2, das wären thermische Licht- und Wärmestrahlungen. Und die Gesamtenergie dieses Thermoeffektes, der beträgt ungefähr zwischen 30-50%. Das heißt, beim ersten Effekt haben wir zwischen 40-60%, im kleinsten Fall 40%, im kleinsten Fall beim zweiten Effekt 30%. Dann wären wir schon mal bei 70%. Die Folgen sind verheerende Brände, Verbrennungen sowie Erblindungen, ja? Nochmal was zu diesen Erblindungen. Wenn eine A-Bombe explodiert, dann sollte man vermeiden, da direkt reinzuschauen. Die Erblindung kann immediat, also sofort sein. Nehmen wir an, ihr seid 7 oder 8 Kilometer weiter entfernt von dieser A-Bombenexplosion. Ihr seid in einem anderen Dorf, in einer anderen Stadt und ihr seht plötzlich einen Atombilz in die Höhe steigen. Ja, ist so das Klischee. Was ihr auf keinen Fall tun solltet, wenn ihr das seht, das ist hinschauen und das Handy rausholen und vielleicht noch versuchen, einen Film zu drehen, ja? Ein kleines Video zu machen. Oh, nice! Ich hole mal das Handy raus, ich möchte das festhalten. Nein, auf keinen Fall. Zurücktreten in den Raum, runter auf den Boden und warten, bis das Ganze passiert. Denn in dem Augenblick, wo ihr den Atombild seht, dann ist die erste Druckwelle schon zu euch unterwegs. Und wenn ihr reinschaut in die Explosion, kann das zum sofortigen Erblinden führen. Und wenn die erste Druckwelle mal über euch weg ist, ja? Dann kommt die Sogwelle. Also, der erste Reflex, wenn ihr eine Atombombenexplosion seht, ja, egal wie weit ihr weg seid davon, runter und abwarten, bis die Sache erledigt ist. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ihr habt da keine Zeit mehr, euch irgendwie in Sicherheit zu bringen, weil das geht so schnell, das ist Wahnsinn. Ich spreche jetzt hier von 4 Effekten, es kommt noch ein 5. Effekt hinzu. Die ersten 4 Effekte, die geschehen alle in den gleichen Sekunden. Ja, das ist eine Sache von 4, 5, 6, 7 Sekunden. Dann ist der Käse gefressen. Ihr habt da keine Zeit zu reagieren. Die einzige Reaktionszeit, die euch bleibt, ist runter. Wie gesagt, wenn ihr das Ding aus der Ferne beobachtet. Jetzt gehen wir mal zum 3. Effekt. Der 3. Effekt einer A-Bombenexplosion, das ist die direkte Kernstrahlung. Und sie hat eine Gesamtenergie von ungefähr 5%. Die direkte Kernstrahlung forderte bei den Explosionen in Hiroshima und Nagasaki die meisten Todesopfer. Das heißt, an dem Ort, wo die A-Bombe explodiert und anhand der Tabellen, wie wir nachher sehen werden, also in welchem Umkreis das alles anwendbar ist, ja, gibt es die meisten Toten durch die Radiation, also durch die direkte Kernstrahlung. Die betroffenen Opfer erkranken an der Strahlenkrankheit und sterben sehr, sehr schnell. Der 4. Effekt einer Atombombenexplosion, das ist der sogenannte Fallout. Davon haben wir gehört. Nicht zuletzt auch vom Reaktorenunfall in Tschernobyl. Ich lese euch das Ganze mal vor. Die Radioaktivität erreicht uns über Fallout-Partikel. Und hier haben wir eben den Effekt, dass ein Gemisch aus verschiedenen radioaktiven Substanzen und Staub auf die Erde niederrieselt. Und der Fallout, und das ist das Schwierige an der Sache, er kann je nach Wetterlage, also Windrichtung und Windgeschwindigkeit, sogar noch Regionen erreichen, die hunderte oder tausende von Kilometern vom Zentrum der Explosion entfernt sind. Auch hier, und das ist das Gemeine, entstehen starke Strahlenschäden, die unter Umständen auch zum sofortigen Tod führen
können. Was heißt das auf Deutsch? Du hast eine A-Bomben-Explosion, meinetwegen in Berlin. Aber der Fallout, die Fallout-Partikel, die schlagen sich möglicherweise in Norwegen nieder oder in Kanada oder in Australien. Je nach Windrichtung und je nach Windgeschwindigkeit. Und das ist das mega Gemeine an der Sache. Als letzten Effekt einer explodierenden Atombombe hätten wir den EMP. Das ist der elektromagnetische Impuls. Die Franzosen nennen das IEM. Also was geht hier ab beim EMP? Ich lese es euch mal vor. Elektrische oder elektronische Geräte sowie Anlagen mit langen Leitungen, Antennen und empfindlichen Bauteilen wie Halbleitern und Kondensatoren werden durch den EMP gestört und beschädigt. Wir denken hier natürlich an Satelliten, an Drohnen, an Kameras, an alles, was mit Rundfunk und TV zu tun hat und natürlich auch teilweise, ja, Internet teilweise, kann man so sagen. Hier haben wir es nochmal im Detail. Dazu gehören unter anderem die Stromversorgung, Telefonnetze, Haushaltsgeräte, Radio- und Fernsehsender und Funkgeräte. Das heißt, von jetzt auf dann keine Infos mehr. Ja, der Fernseher geht aus, Internet gibt's nicht mehr und nichts funktioniert mehr. Auch die Telekommunikation über Funkgeräte, nichts geht mehr. Aus die Maus, Ende Gelände. Keine Kommunikation mehr mit der Außenwelt möglich.